ist die Annika Kempf und die kommt aus Ubstadt-Weiher, extra aus Ubstadt-Weiher zu uns. Hat noch eine Schwester und die hat heute oben gern mitgetanzt. Jetzt hat sie sich aber leider heute Mittag verletzt. Jetzt steht sie dort raus. Komm mal rein, Sarah. Sarah, komm mal her. Super. Schade. Voriges Jahr warst du dabei. Nächstes Jahr hoffe ich wieder, dass du dabei bist. Auch du für deine Mühe kriegst eine Kleinigkeit. Guck mal und du auch. Gell? Wir sagen recht herzlichen Dank an euch, dass ihr das ganze Jahr über so schön probt und alles, damit ihr immer fit seid in der Faschingszeit. Und schenkt mir für mein roten Bett einen kleinen Damenfell. Da da geht's humpa, 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 tredere. Da ruft der ganze Tal dasselbe noch einmal. Da da geht's humpa, 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 tredere. Tredere, tredere. Okay, zu mir. Zu mir, das ist der neueste Tanz. Rudi, das ist der neueste Tanz. War einmal ein treuer Hofstar, der liebt sein Weib ein ganzes Jahr, ein ganzes Jahr und noch viel mehr. Das war sein letztes Wort, dann rufen ihm die Englein von. Das war sein letztes Wort, dann rufen ihm die Englein von. Das war sein letztes Wort, dann rufen ihm die Englein von. Wie war das allerschönste Kind, das man den Polen kriegt, aber nein. Thank you.
Emanzipiert.
unser Selbstbewusstsein gestärkt. Nur die Männer, die haben das bis heute nicht bemerkt. Wenn die spät abends aus der Kneipe heimkommen, sind sie schlecht gelaunt und tun nur noch rummen. Da sagen wir kein Wort, die kluge Frau schweigt. Wir haben unsere Gewerkschaft, da wird halt gestreikt. Nach 4 Tagen, ihr Frauen, das wissen wir doch, kommen die Brüder auf den Knie angekrochen. Und spätestens dann, das merken die glatt, das Beste ist immer das, was man hat. Wir Frauen tun Haus und Hof verwalten, haben noch keine Russen und auch keine Falten. Ein ganzer Industriezweig ist heute erblüht, der sich um die Frauen, unsere Frauen um die Schönheit bemüht. Wir Frauen sind gegen das Alter immun, weil wir für die Schönheit doch alles tun. Bevor wir ins Bett gehen, so ganz im Vertrauen, tun wir uns ein paar Burgen auf die Augen draufhauen. Am anderen Tag tun die Männer uns beneiden. Wir haben nämlich eine Haut wie Sand und Seide. Dann kommen wir an wie Sophia Loren. Wir Frauen von 70 sind halt immer noch schön. Der Adam im Paradies, das ist doch der Fluch. Das war dem Herrgott sein erster Versuch. Und nach der, wir wissen, sehr schwachen Leistung, da kam unserem Herrgott doch erst die Erleuchtung. Und in dieser Phase, das weiß man genau, hat er es nochmal versucht und erschuf die Frau. Der Versuch war dann klasse, drum sind wir Frauen eine tolle Rasse. Wir Frauen von 70 sind immer noch fit. Wir sind noch aktiv und machen überall mit. Vor allem in der Fasnachtszeit. Nur aus Spaß an der Freude, dann stehen wir mit heiterer Miene als Fasnachtsdecken vor und hinter der Bühne. Jede Dekoration tun wir noch verschönern mit unseren bunten, farbfrohen Tönen. Was werden die Männer nur ohne uns machen? Denn über die, da kann ja keiner mehr lachen. Hello! Also, das, diese 70-Jährige ist die Gertrude Vogel. Und Gertrude, du hast es ganz, ganz toll gemacht. Ich sage es immer wieder. Also mit der Viehsucht, da geht es bei mir schon immer los, das kann ich schon gar nicht mehr. Und den Hüftschwung, wo ihr da drin habt, alter Mattel, wer kann denn den noch? Macht doch mal jemand den Hüftschwung da vorne. Zeigt mir noch einmal, das will ich noch mal sehen, wie das geht. So. Klasse, da bin ich schon als Übung, das kann ich nicht mehr. Klasse. Also ihr wart spitze, das sage ich. Auf euch, ein dreifach, Pose. 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 Pose.
Schwing, schwing immer wieder um dich hin. Schwing, schwing zu der Liebe und die Nimm. Nimm, nimm die beide Hand, weil ich die mag. Und ich sag, heute ist so ein schöner Tag. Deinen Namen bei, oh
dann immer sehen. Dann singen wir wieder euch nach. Einen Stern, der deinen Namen trägt. Alles leicht, das überlegt. Über uns verdienen Nacht. Irgendwann ist es vorbei und im Himmel wird Platz für uns frei. Doch der Stern bleibt oben für immer, sieht mich nicht. Und auch noch in tausend Jahren wird er deinen Namen tragen. Immer noch der Schönste von allen sein. Einen Stern, deinen Namen trägt, hoch am Himmel steht, dann schenk ich dir heut Nacht. Einen Stern, deinen Namen trägt, alle Zeiten lieben ich, und über uns verlieben Nacht.
Feuerwerk. Ich war noch niemals richtig frei. Einmal wäre ich ein Hund aus allen Klingen blieb. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Ich nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Niemals in New York, ich war noch niemals richtig rein. Einmal wär deine aus allen Fingern wie. Und wenn er mir weiß, das ist Nina, 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 der Liebe. Wir glauben an den Liebe Gott und haben noch immer Glück. Das ist immer der Fall. Ich glaube, jetzt habt ihr alle eine Pause verdient, gell? Jetzt seid ihr ein bisschen außer der Puste, also mir geht's so, ich schwitze wie noch was. Aber wir haben hier eine Clownfrau, eine Frau aus Brasilien. Wow! Und ihr kennt ja brasilianischen Karneval. Also da können wir abstinken, also da können wir nicht mithalten mit dem brasilianischen Karneval. Aber ich denke, sie vermittelt uns einen Hauch von, ja, was soll ich sagen, dass wir uns auch ein bisschen so karnevalsmäßig brasilianischen Karneval fühlen. Und ich überlasse ihr jetzt einfach das Zepter und bin mal gespannt, was sie alles zu bieten hat. Also, dann macht mal ordentlich mit. Ja, Brüssel und Ahoi! Ne? Jetzt bitte ich euch allen aufstehen und mitzumachen bei Tanzen. Ich kann nicht gut Deutsch sprechen. Ganz einfach nur nachmachen, okay? Stehen Sie ja alle. Bleib mal gucken. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Ich hab gedacht, was hat der Chef? Entschuldigung. Aber wie gesagt. Click, 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 click
Tournee gibt es eine Tanze von meiner Stadt, die heißt die Frevo. Frevo ist die Kommen von die Kochen, warm. Und jetzt, ich tanze für euch. Frevo, nicht nur Samba Brasília, Frevo auch. Sehr schön. Temperament ist wieder durchgegangen und ich sag ein Dreifach Pose. 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 Vielen lieben Dank für den Beitrag. Es war sehr schön. Wir freuen uns. Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Ja? Dann gucken wir mal, was dann kommt. Vielen Dank und tschüss. Also, wir freuen uns auf die zwei Damen mit dem Beitrag eine Schlankheitskur. Viel Spaß! Ach, was war ich früher eine schöne, schlanke Weibsperson. Auf meinen Rippen konnte man spielen wie auf einem Akkordeon. Hat kein Hintern in der Hose, war dünn fast wie ein Strich. Und mein Busen hier, der große, der sah aus wie ein Mückenstich. Niemals brauchte ich einen Mieter, denn mein Bauch tat mich nicht stört. Blies der Wind, dann konnte man meine Knochen heftig klappern hören. Keine Nähte wollten platzen, alles war mir viel zu weit. Und der Stoff von der Krawatte reichte für ein Abendkleid. Diese Zeit ist lang vergangen, die Erinnerung stimmt mich weit. Plötzlich gehe ich auseinander wie ein Hefekuchen. Da, wo früher an dem Körper blanke Haut am Knochen hing, sitzt heute Fett in großen Massen, weich und rund wie ein Rettungsring. Mein Gemahl, der sagt heute nicht mehr Häschen oder Maus zu mir. Er sagt Elefante Bobbes oder altes Trampeltier. Neulich sprach er zynisch zu mir. Vielleicht hat er auch Spaß gemacht. Wenn du dich so weitermästest, wirst du von allen ausgelacht. Diese stimmte mich bedenklich und es ließ mich nicht mehr los. Ich muss unbedingt was machen, denn die Konkurrenz ist groß. Mädchen, sprach ich, du musst fasten für die Idealfigur. Willst du deinen Alten halten, machst du mal eine Eierkur. Alle Hühner unserer Gegend hab ich für mich eingespannt. Kam ich, reden schon die Hähne, sind mir alle nachgerannt. Morgens Eier, mittags Eier, Eier sogar in der Nacht. Hatte Eier, weiche Eier und mein Alter hat gelacht. Eines Tages ist was schrecklich, seelisch richtig fast im Knacks.
sagte ich statt guten Morgen wie ein Hühnchen. Und am Abend dieses Tages, ach, was war ich so geschockt, hat mein Mann mit Hühnerfutter mich in unser Big Night gelockt. Dort nahm er mich in die Arme, fragt mich bitte nicht jetzt wie. Statt wie sonst, ich liebte Schätzchen, schrie er laut Kikeriki. Jetzt war Schluss mit harten Eiern, schlanker war ich keine Spur. Essen tue ich wieder alles, Schluss mit der Hungerkur. Meinem Mann ist es jetzt Schnuppe, dass er hat eine runde Puppe. Hauptsache ich bin gesund, zum traurig sein, da gibt's keinen Grund. Hello! Super! Vielen Dank! Auch euer Beitrag war spitze und auch auf euch ein dreifach Hose! 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 So, jetzt stelle ich die Dame mal vor. Die Christa Selzer, lange Jahre auch in der Bütt gestanden, erfahrene Kraft. Und unsere Renate Rodengass, auch sie ist so Brusler Urgestein. Also ich sag, die gehört auch schon 5 Jahre zu uns, ist auch eine von den lustigen Weiber. Also ihr habt es ganz toll gemacht. Vielen Dank für euren Vortrag. War super. Wir freuen uns. Vielleicht hören wir nächstes Jahr auch wieder was von euch. Mal gucken, oder? Was da finden eurem Repertoire. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Also, vielen Dank und auch für euch dann ein Ausmarsch dann, gell? Ja. Vielen, vielen Dank. Geht gleich weiter im Programm. Draußen stehen 2 Frauen. Geh noch schnell durch, Hannelore. Oh, bitte. Also, 2 Damen. Die haben was durchgemacht. Das haben vielleicht manche von Ihnen auch. Ich glaube schon sehr viele von Ihnen gemacht. Eine Wallfahrt. Da bin ich noch gespannt, was Sie da dabei erlebt habe. Ja, grüß Gott! Geht ihr auch auf die Wallfahrt? Ja! Oh, das sind aber viele Leute. Aber das ist ein Kapell voll, wenn wir alle nur noch wollen. Oh, toll, aber ich war wohl wieder auf meine Freundin. Liebe Leute, jetzt haben wir doch gesagt, wir treffen uns da vor dem Kaufhaus Schneider. Sie kommt wieder nicht bei. Oh, ich sehe sie. Oh, da vorne kommt sie. Guck mal, ich war noch heute Morgen beim Friseur. Was? Ja, wann hast du das gemacht? Ach, gleich heute Morgen, wo sie aufgemacht haben. Ja, und du bist jetzt gar nicht dran gekommen. Wir arbeiten nämlich bei Caritas. Und da müssen wir vor die Weihnachtsfeier den Kuchen mitbringen. Ja.
Und dann müssen wir noch den Kaffee und Kuchen selber bezahlen. Da hätte ich halt ein bisschen gemotzt. Aber die hat gesagt, das gibt's doch gar nicht. Erst packe ich einen Kuchen, dann soll ich auch noch bezahlen. Nächsten bei Zonen geht's. Hä? Die im Eck. Die im Eck, genau. Weißt du, die geht ja auch immer in den Cash, ne? Aber ihren Sohn und ihre Enkeli ist in der Schule. Und das ist jetzt in der vierten Klasse. Und jetzt hat es doch Zeugnis gegeben, ne? Letzte Woche. Und dann ist das Enkeli heimgekommen zu seinem Vater. Das denkt er mal, lauter Unser und Zweier. Bloß in Religion und ein Fünfer. Was? Also ist doch der Vater gleich einmal zu dem Lehrer noch gestanden. Das kannst du dir ja vorstellen. Noch mal. Also hat er gesagt, also Herr Lehrer, gucken Sie mal das Zeugnis von meinem Sohn an. Lauter Unser und Zweier. Und in Religion ein Fünfer. Was ist das noch normal? Wie kommt das so etwas? Sagt der Lehrer zu ihm. Ja, wissen Sie, Ihren Sohn, der weiß ja noch nicht einmal, dass Jesus gestorben ist. Jesus. Doch hat der Vater gesagt, ja, liebe Gott, wir sind halt auf dem Land. Ich hätte gar nicht gewusst, dass er krank war. Also, auch auf euch ein Dreifach-Kosel. So, und jetzt kann ich euch mal sagen, wir sind ja wirklich überall vertreten. Diese beiden Damen kommen aus Graben. Jawohl. Und das ist die Frau Maria Landkammer. Und die Frau Uschi Blau. So, also, vielen, vielen Dank für euren Vortrag. War sehr schön. Und ihr kriegt den Ausmarsch, wenn dann soweit ist. Und vielen, vielen herzlichen Dank.
mit Fix und Foxy, kann es euch sagen. Heute Morgen, mein Alter hat mich wieder aufgeregt. Hätte ich Frühstück gemacht, hock am Tisch, dann hätte ich gesagt, habe ich einmal Schatz, ich hätte gehört, dass die Nagetiere, je kleiner das sie sind, umso weniger Gehirn haben. Stimmt es? Dann hat er gesagt, ja, mein Spitzmäuschen. Da hat man das Frühstück wieder nicht geschmeckt. Ne? Ich sage, was soll denn das heißen? Dann hat er gesagt, du bist doch blöd, du hast überhaupt keine Bildung. Ich gleich zum nächsten Kiosk rast und eine Bildzeitung gekauft, dass ich auch was weiß. Ne? Wo ich danach gefahren bin, fährt einer hinter mir, bremst wie ein Dabbede, steigt aus, sagt er zu mir, her, gute Frau, hast du keinen Führerschein gemacht? Und ich sag, doch, du bist schon da, bin ich gesagt, sogar fünfmal. Dann hat mein Mann zu mir gesagt, heusch, weißt du, was der Unterschied zwischen einer Frau und einem Nilpferd ist? Wisst ihr das? Nee. Nicht? Ich kann es euch sagen, das eine hat ein großes Maul und ein breites Innere. Und das andere ist ein Tier in Afrika. Jetzt wollen wir mal gucken, was in der Zeitung so alles drin steht. Griechenland muss sparen. Wissen wir auch, hat mein Alte gemeint. Ne? Ich hätte Geburtstag gehabt, dann gibt er mir ein Kuvert. Ich mache das auf, 20 Euro drin. Dann hätte ich gesagt, ja, was soll ich mit dem jetzt machen? Dann sagt er, jetzt gehe ich ein Kochbuch kaufen und wenn es kannst, dann können wir den Koch entlassen, weil wir müssen ja sparen. Dann hat er Geburtstag gehabt, dann hätte ich auch ein Kuvert geschenkt, waren 100 Euro drin. Dann sagt er, was soll ich jetzt machen? Dann hätte ich gesagt, du gehst ins Puff und wenn es kannst, können wir den Gärtner entlassen. Ich bin so geizig, ich kann mir als eine nette Molebeskarte. Guck doch, wie ich rumlaufen muss. Dann habe ich gesagt, doch, guck, das Kleid habe ich sparsam gekauft. Da habe ich Rabatt gekriegt. 80%. Hat er gesagt, was? 80% Rabatt? Dann habe ich gesagt, nee, 80% synthetisch, versteht? Dann hat er gemeint, das passt da gut zu deiner Schwimmbadfigur. Dann habe ich gesagt, was soll denn das heißen? Dann sagt er, breites Becken und ein Haufen Schwimmring. Oh, da steht auch was drin. Oma holt Enkel ins Leben zurück. Da misst der Gute, da steht's. Aber da fällt mir gerade was ein. Letzt war mein Enkel da, das Bubele. Dann ist das Telefon gegangen, da ist er noch gegangen. Dann sagt er, hallo? Dann hat er gegenüber gesagt, heusch Bubele, kann ich wohl deine Oma sprechen? Dann hat er gesagt, das geht jetzt nicht. Die Oma ist mit Opa im Schlafzimmer. Dann hat er gesagt, dann ruf ich eine Viertelstunde wieder auf. A la gut, Telefon klingelt. A Bubele, bist du es wieder? Kann ich wohl deine Oma sprechen? Nein, das geht nicht. Die ist mit dem Opa auf dem Speicher. Dann rufe ich wieder auf. Viertelstunde rum, Telefon geht. Ja, Bubele, bist du schon wieder? Ja, kann ich mal deine Oma sprechen? Nein, das geht nicht. Die ist mit dem Opa im Garten. Ja, du mal wieder, was machen die denn ganz morgen in ihrem Alter? Die suchen mich. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob ich nicht doch gebildet bin. Was steht denn da noch alles drin? Ha! Schönheit, Eitelkeit, haben wir gar nicht nötig. Doch mein Mann, der ist so eitel, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
Wir waren mal beim Bäcker einkaufen. Dann fragt er die Verkäuferin, horch mal, wie alt schätzen du mich? Hat sich so hingestellt, ne? Dann hat die gesagt, ha, so 35, 40. Dann hat er gesagt, nein, morgen werde ich 57. Aber gut, schätze ich sie halt gut aus. Alla sind wir weitergelaufen. Haben wir so ein Mädel getroffen unterwegs. Dann sagt er, hey Oma, wie alt schätzen du mich? Dann hat die gesagt, zieh mal die Hose aus. Hose ausgezogen, wie zum Satz Schradrecht. Und eine Hose auch ausziehen. Dann ist er da gestanden, ne? Dann hat sie ihn so angeguckt. Von oben bis unten. Dann hat sie gesagt, Maja, wer ist 57? Dann hat er gesagt, ja, woher weißt du das? Hast du das jetzt da gesehen? Dann hat sie gesagt, nein, heute Morgen bin ich neben da gestanden beim Bäcker. Basteln. Dann habe ich da so Legeeier gebraucht, so Basteldinger, da bin ich da zum Laden da in Brüssel reingegangen, das Bastelgeschäft, da ist da so ein junger Mann gekommen. Dann habe ich gefragt, Sie, horche Sie mal, haben Sie Gipseier? Dann guckt er mich an und sagt, horche Sie mal, das ist unverschämt, ich frage doch Sie auch nicht, ob Sie ein Blechspitz haben. Im Theater und mein Mann wollte mutig sein. Da hat er gesagt, ich gehe mit der Badehose da. Dann habe ich gesagt, ich bin doch, doch, ich bin so mutig. Dann hat er die Badehose an und den Garderobe abgenommen. Und wo die Frau dann so geguckt hat, dann hat sie schon gesagt, wollen Sie den kleinen Knirps auch noch nehmen? Trennung von der Van der Vaart, das hört man doch überall, Trennung. Also das gibt's bei mir ja mal gar nicht. Ich und mein Mann, wir sind ja glücklich verheiratet seit 40 Jahren. Muss man sich vorstellen, glücklich verheiratet. Er ist verheiratet, ich bin glücklich. Aber so hat er so wollen. Ich habe ihn dann mal gefragt und gesagt, du Schatz, willst du mit einer anderen Frau ins Bett gehen, wo wir doch so glücklich sind? Gerade mal der Fall, ich dort sterbe. Dann hat er gesagt, wegen dem brauchst du nicht extra sterben. Dann habe ich gesagt, ah Schatz, sei doch nicht so. Ich habe gesagt, guck mal, was magst du mir am liebsten, am schönsten? Mein schönes Gesicht oder meine schöne Figur? Dann hat er gesagt, dein Sinn für den Humor hätte ich am liebsten. Dann habe ich zum gesagt, wenn das so weitergeht, dann haben wir bald eine Blumenehe. Wisst ihr, was das ist? Er verwelkt und sie verduftet. Aber kannst gerade sagen, was du willst und lesen, was du willst. Sex ist überall in der Zeitung, Sex. Früher habe ich schon Bravo gelesen, ne? Kennt ihr ja Bravo. Und heute lese die Rentner Bravo. Wisst ihr, was das ist? Die Apotheke-Umschau. Da kennen sich ein paar aus, gell? Aber ich habe auch gedacht, so romantisch, dass mein Mann romantisch ist. Ich liege oben auf der Couch. Komm da, ich habe schon halb geschlafen. Dann streichelt er, fängt er oben an, fährt da runter, fährt weiter. Zwischen die Fies, einmal hört er auf. Dann hätte ich gesagt, ja, was soll denn jetzt das? Na, das hat er jetzt schon die Fernbedienung gefunden. Au, au, au.
Wo ich mein Mann kennengelernt habe, dann habe ich einmal so zum Zart, wo wir da geguckt sind, oh Mann, hast du große Hände? Dann hat er gesagt, ich habe auch schon arg viel schaffen müssen. Dann habe ich gesagt, ja, einen großen Kopf hast du aber auch. Dann hat er gesagt, ich habe schon so arg viel denken müssen. Dann habe ich gesagt, einen großen Fies hast du auch. Dann hat er gemeint, ich habe ja auch schon so viel laufen müssen. Und wo ich dann oben das Nacken gesehen habe, habe ich zur Bundesseite angeguckt. Dann habe ich gesagt, aber viel Rappel hast du noch nicht müssen, oder? Dann sind wir wohl spazieren gegangen, da sind wir an unser Lieblingsplätzchen gekommen. Dann habe ich gesagt, guck mal, Mann, vor 40 Jahren war ich noch da, wo wir das erste Mal Liebe gemacht haben, war ich noch da. Dann hat er gesagt, ja, manchmal mehr so, ne? Dann habe ich gesagt, ja, da bist du am Zaun gelehnt und du weißt, wie das war, mehr so, ne? Und wo wir fertig waren, hat er gesagt, oh Mann, dann habe ich gesagt, oh Mann, so gut warst du noch nie, noch nicht einmal vor 40 Jahren. Dann hat er gesagt, doch wohl zwar noch kein Strom auf dem Zaun. Dann habe ich mal ein Lotto gewonnen. Dann habe ich zu meinem Mann gesagt, du was tätst du machen, wenn ich ein Lotto gewinne den? Dann hat er gesagt, die Hälfte, die einkassieren und dann tät ich die verlassen. Dann habe ich gesagt, ich nord nur, pack dein Koffer, ich habe gestern 10 Euro gewonnen. Darauf hat er doch glatt gesagt, du hast doch das Porzellandefizitsyndrom. Wisst ihr, was das ist? Ich hätte nicht mehr eine Tasse im Schrank von der. Naja, so sind sie halt die Männer. Dann habe ich das letzte Mal in die Apotheke geschickt und habe gesagt, euch, das und das brauche ich, bringst du was mit. Dann kommt der und bringt Viagra-Creme. Dann habe ich gesagt, hast du nicht etwas verwechselt, Viagra-Creme? Dann sagt er, oh nee, da kannst du dein fies Ei cremen, da kannst du länger in der Küche stehen. Ach, der spielt doch. Dann fragt er mich, ob's in der Apotheke Farbe hat er gekauft. Farbe, dann hätte ich gesagt, was brauchst du von der Apotheke Farbe? Dann hat er gesagt, da weißt du. Der Doktor hat zu mir gesagt, mein Cholesterin ist zu hoch, ich muss die Eier streichen. Und wie ich da beim Doktor noch geguckt bin und habe gewartet, kommt da ein Mann raus. So komisch hat gelaufen. Dann habe ich gesagt, ja was haben dann Sie? Dann hat er gesagt, Bandscheibenvorfall ersten Grades. Nächste Patient rauskommen, der ist da gelaufen. Dann habe ich gesagt, was haben dann Sie? Bandscheibenvorfall zweiten Grades. Nur schon gekommen, der hat den Kopf zwischen den Füßen gehabt, hat ihn ausgeguckt. Dann habe ich gesagt, nichts sagen, nichts sagen, ich weiß, was Sie haben. Bandscheibenvorfall dritten Grades. Dann hat er gesagt, nein, nein. Der Doktor hat gesagt, ich habe Hämorrhoiden, muss den aufhalten. Aber zum Schluss muss ich noch was sagen, da war ja mein Mann so wie ich zu mir. Der hat zu mir gesagt, er weiß genau, was er mir mal auf den Grabstein schreiben will. Auf den Grabstein schreiben. Habt ihr es verstanden? Dann hat er gesagt, er lass draufschreiben, Achtung, jetzt kommt's. Hier liegt meine Frau, wie sie im Leben war, kalt. Dann hätte ich gesagt, da schreibe ich auf deine Arbeit drauf, hier liegt mein Mann, endlich steif. Ja.
vielen Dank. Du kennst doch meinen Mann, oder? Das ist jetzt gar nicht her, das ist ein Zufall. Ich sag's einmal, ihr wart da. Ich sag's vielleicht nur, wo ich mehr. Okay. Also, Homi. Super. Das bringe ich mit als Rausch. Gut, super. Romy, ich meine schon, du weißt schon, auf nächstes Jahr. Lass da wieder was einfallen. Du bist im festen Programm bei uns, gell?